So, und D-Cash ist die Map-Wahl von Envias. Also die Franzosen haben das hier freiwillig gewählt. Finde ich ganz interessant. Wird es Bros eigentlich nicht schlecht auf Cash. Also wirklich nicht schlecht. Dass sie dann Mirage gewählt haben, ist natürlich klar. Also die Map-Wahl sollte den Polen auch eigentlich zugutekommen. Jetzt kann sich Envias die Seite aussuchen. Wir haben wahrscheinlich erzählt, die starten. Oh, schön, Leute. All die Herzen. Ich gehe kaputt. Ihr lasst mich rot werden hier. Macht doch sowas nicht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es ist so schön auch, es ist so schön auch einfach die positiven Comments mal zu lesen. Weil sonst ist natürlich die Leute immer gerne auch dabei, den Hate rauszulassen, wenn man irgendwas falsch macht oder was schief geht. Das ist auch wahnsinnig schön, wenn man echt mal Zuspruch erfährt. Alter, Leute. Übertreibt doch nicht! Jetzt werde ich echt rot hier. Ja, Raute voll Homo. Genauso sieht's aus. So, ich konzentriere mich aufs Match und ich habe ein Auge auf die Herzen. Ich freue mich riesig darüber. Und jetzt gehen wir rein in die First Round. Envias mit einem direkten Schacht-Push wollen die Mitte offensichtlich nicht so richtig einnehmen. Das ist mehr mal schauen, ob man da Kirishima von der Seite so ein bisschen einsetzen kann. Und sind schon Richtung Mitte unterwegs. Auch schön, dass die Waffe hier fehlt. Mal gucken, ob wir das gleich noch gefixt bekommen. Ja, wieder von der Seite durch. Gabelstapler hat dann natürlich keine Chance, sich von beiden Seiten zu verteidigen. Smith. Oh, da geht er wahrscheinlich gleich down. 20 AP, nur noch keine Rüstung vorhanden. Wurdespro lässt sich aber relativ viel Zeit. Neo, schön aufgepasst, hat er von hinten dicht gemacht. Und nur noch Smith am Leben. Wenn er hier down geht, dann hat sich Wurdespro die erste Runde geholt. Schön gespielt. 1:0 für die Polen. Und da hatte kaum einer eine wirkliche Chance, den A-Spot zu verteidigen. Aber nicht allzu viel möglich. Das Einzige, was da funktioniert hätte, wäre vielleicht ein Block eben einfach, indem man hauptsächlich Headshots gibt. Aber sauber gespielt, haben den Gabelstapler von zwei Seiten angegriffen, sodass der sich nicht zurückziehen konnte. Dann wurden die beiden hier hinten eingekesselt. Und dann kommt man dann irgendwo mehr ran, um den Spot zu verteidigen. Kurze offensive Flash, damit Envias vielleicht die Möglichkeit bekommt, hier einen Pick zu setzen. Smith. Die Deagle auch gut, wenn sie nicht unbedingt den Kopf trifft. Macht einiges an Schaden, wenn man noch jemanden dabei hat. Im One-on-One recht schwierig, aber wenn zwei bis drei Leute unterwegs sind, dann kann es gut passieren, dass man mit der Deagle da immer die Assists voll kriegt. Da kommt nochmal Happy auf und sie. Gerade so mit der CZ durchgetackert. Und da sieht es aus, als ob Wurdespro hier die zweite Runde verliert. Die Franzosen mit einer dicken zweiten Runde. Wurdespro hat sich da ein bisschen zu viel auch auf die Duelle eingelassen. Und so verlieren sie dann Runde Nummer 2. Die Franzosen gleichen aus. Natürlich die Frage, ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass Envias gut drauf ist oder ob das vielleicht nur bedeutet, dass das so ein bisschen eine Glücksrunde war, dass die Franzosen da unglaublich aimstark sind, gerade was die Pistols angeht, das wissen wir ja mittlerweile. Und jetzt gibt es auch keinen Grund mehr, mit irgendwas hinterm Berg zu halten nach der ESL-1. Und jetzt gibt es hier alles, was sie auf dem Kasten haben, alles, was sie eintrainiert haben, das gibt es jetzt wahrscheinlich zu sehen. Die Polen haben sich entschieden zu kaufen mit zwei AKs plus der Rest der Rüstung unterwegs. Schön gemacht von MBK. Die UMP macht einiges an Schaden, auch wenn der Gegner einen Helm hat. Nochmal MBK. Hat auch da viel Schaden gemacht. 2 gegen 2 Situationen. Trotzdem könnte das richtig knapp werden. Jetzt kommt Shockster über die Armen. Wird abgezielt, aber kann sich durchsetzen gegen den ersten. Nummer 2. Wäre auch gut machbar. Schön gemacht von Shocks. 2:1. Envias.
Also ab hier natürlich Best-of-3-Modus. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Envys Map sehen und dann geht's weiter im Anschluss auf Mirage und dann auf Map Nummer 3, falls wir es brauchen, die Overpass. Und auch das eine Map, die man eigentlich auch Virtus Pro ganz gut zuschreiben könnte. Müsste man erwarten können, dass sie ziemlich stark darauf sind. Ist mit CZ unterwegs. Er versucht sein Glück aus der Tür. Hat natürlich alle Rechtfertigung, da auch auf den Track zu gehen. Er ist im Nachteil sozusagen. Das heißt, jeder Pick, den er mit der Pistole holen könnte, der würde sich lohnen. Den ersten hatte. Wenn er sich im Gabelstapler verschanzt. Die Reihe zu 1. Wurde Petter vs. Nip verschoben? Nicht, dass mir bewusst wäre. Nicht, dass es mir bekannt wäre. Sollte also hier im Anschluss dann laufen. So, und jetzt sind wir die nächste Waffenrunde bei Virtus Pro. Und wir sehen auch Smith mit der AWP. Zielt Richtung Armain. Sehr defensive Positionswahl. Wollen das scheinbar erstmal Virtus Pro auf sich zukommen lassen. Interessant, ein neuer Fixpunkt, um die Smoke ein bisschen anders zu werfen, offensichtlich. Shox hat sich an den Sandsäcken verbarrikadiert. 45 Sekunden, langsam müsste es dann losgehen. Muss natürlich dann trotzdem die Position überprüfen. Neo hat nach wie vor keine Waffe in der Hand, aber es ist eine AK, die er da hat. Shoxy, jetzt hat er den ersten, Refrag sitzt sofort. Damit Mittelkontrolle an die Polen. Sie können sich natürlich überlegen, Richtung Beriwa zu gehen. Die Bombe ist auch schon bereitgestellt. Und das wird es hier sein. Kirishima sollte daraus gejagt werden. Vielleicht, nein, kein Molotow mehr vorhanden. Dementsprechend müssen sie es über das Aiming machen. Kirishima hat den ersten. Jetzt müsste ich schnell genug darauf reagieren. Refrag sitzt aber davon B. Da kommt schon NBK offensiv. Von der Mitte. 2 gegen 2. Gute Ausgangssituation für NWS. Nach den ersten, jetzt sollte auf den Reload warten und dann kann es Bialy an den Kragen gehen. Hat den Nachteil gegen Happy. Und die Franzosen holen sich Runde Nummer 5. 4 zu 1 damit für Envers. Der Push Richtung Mitte. Was Miss hat die Position noch nicht wirklich aufgegeben. Warte noch auf seinen Moment, wo seine Mates fallen. Der war schon Smith. Frag Nummer 1. Jetzt ist seine Position auch bekannt. Da kommt Pascha über die T-Mitte noch nachgeschoben. Damit ist der Weg frei. Wir wissen nicht, dass beide Franzosen hier auf dem A-Spot stehen. Trotzdem denke ich, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Virtus Pro Richtung B zieht. Dass Happy da offensiv ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Kann eigentlich auch mal ein bisschen was riskieren hier. Sie sind so in Unterzahl geraten, dass eigentlich alles okay ist, was möglichst die Chancen so ein bisschen verschiebt. Da in der Mitte haben wir noch Pasche. Ich glaube, Happy hat auf dem Schirm, dass da noch jemand offensiv sein müsste. Jawohl, Kirishima auch erfolgreich. Und Virtus Pro hat ihren Vorteil so ein bisschen abgegeben. Das Tester offensiv pusht Richtung CT Base. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ist hier unten gefallen.
Vielleicht machen sie die Runde tatsächlich wieder möglich, aber Snacks und Neo sauber. 4:2, diesmal hat es funktioniert. Trotzdem wieder auf dem 2 gegen 2 hinausgelaufen, was nicht unbedingt sein muss. Kurzer Blick ins Scoreboard, ob wir da schon was erkennen können, was interessant ist. Na, bisher relativ ausgeglichen. Fällt auf, dass bei Envias alle die gleichen Frag-Anzahl haben. Also jeder scheint seine Kills hauptsächlich gemacht zu haben. Die, die zumindest möglich waren. Schneller Molotow oben. Der ist unglaublich wichtig, um den Rush-Block eben zu spielen und zu verhindern, dass der Gegner da direkt oben drüber pusht. Und wir haben es gesehen, Würzpro hat es schon versucht. Sie wollten auch durchaus schnell mal die Mitte angreifen. Da recht offensiv. Piani jetzt schon im Blick. Hat aber genau im falschen Moment die Waffe gewechselt. Kleines bisschen nervös. Hätte ihn fast das Leben gekostet an der Stelle. Das Frag geht an Pascha. Smith steht bereit. Kirishima braucht eine Weile, um ihm da zur Unterstützung zu kommen. Das heißt, das Rad wird schnell ausspielen. Dann sollte er relativ alleine sein. Jetzt kommt Kirishima nach. Versucht offensiv zu pushen. Den ersten hatte, der zweite ist unglücklich in die Smoke gesteppt. Und damit wird es hier verdammt schwierig zu retaken. Eigentlich könnten sie es auch fast sein lassen. Aber bisher hat sich Virtus Pro nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was das Safe-Machen dieser Runden angeht. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie hier durchaus nochmal versuchen, den Pick zu setzen. Happy. Da geht's nämlich los. Frag Nummer 1 sitzt und jetzt hat Envias auf jeden Fall wieder Mut gewonnen, hier vielleicht die Runde anzugehen. MBK. Na, ich denke, das wird es dann gewesen sein. Happy faked an, dass er zurückgeht, um noch einen Frag mitzunehmen. Schön gemacht. Noch mal einiges an Schaden gemacht. Happy kann seine Waffe sogar durchbringen. Trotzdem, 4:3 wird es Pro sich die nächste Runde. An die Polen, wie gesagt, alles andere als sicher. Roman, der Trollmaster. Offensiv. Ich glaube, er will den Chat heute richtig eklig machen. Was? Schönes Brett von MBK. Einen Abschuss gesetzt. Das könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden für Virtus Pro. Jetzt verlieren sie gleichzeitig eine ganze Menge Spieler. Nur noch Biali am Leben. Ein AP. Da geht der Down Headshot. Kommt von MVK rein. 5:3. Das zweite Mal schon, dass sie eine Forstball bzw. Teil-Eco hier verlieren. Erst hatten wir die und dann diese Runde. Und beides war relativ deutlich. Kirishima hat die Scout vermacht bekommen, der Rest zieht rüber Richtung Arsport, um das zu verteidigen. Wissen natürlich, wo der Pro da gleich angreift. Biali mit dem ersten Test hat auch noch Erfolg gehabt aus der Tür. Nur noch Happy da in der Ecke, schön, kann sich nochmal gegen jemanden durchsetzen. Die Munition ist leer, aber es hat genug Schaden gemacht, dass die Granate ihn ausschalten konnte. 6:3. Und Envias macht das auf jeden Fall deutlich besser.
Und wenn Virtus Pro die Runde verliert, dann werden sie wahrscheinlich wieder kaufen können. Ja, allzu günstig ist es nicht. Und wie es aussieht, kann Shockster seine Position wunderbar verteidigen. 4 Kills für ihn. Baseboard safe. Und ich will mal gucken, ich muss euch mal ganz kurz auf schwarz schalten. Und dann will ich mal schauen, ob ich vielleicht die Waffe von Neo wieder reinbekomme. Moment. Ich muss natürlich meine geheimen Tricks und... geheime Patch-Lösungen hier benutzen. Mal gucken. Jawohl, da ist sie wieder, wie es aussieht. Also, hat wunderbar funktioniert. It's magic. Wenn wir jetzt versucht, die wirklich Kraft zu pushen. Kirishima hat einen Hit bekommen. Und ich glaube, das hat keiner mitbekommen von Virtus Pro. Aus Snake sitzt er schon hinter der Smoke. Oh, Sharks kann sich trotzdem durchsetzen. Also, Aiming bei den Polen noch nicht so hundertprozentig. Noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe heute, wie es aussieht. Jetzt hat er mal oben drüber gepusht. Test steht da bereit. Und wieder an den Sandsäcken steht jemand. Und wieder... ist es Shoxy. Shoxy hat sich offensichtlich das ein oder andere X dazu verdient in seinem Namen. Mein Test schon vorbereitet darauf, auf Kurt, auch NBK down. Jetzt ist natürlich der Weg Richtung B vielleicht möglich. Der sucht erstmal sein Glück zum A-Sport. Hätte ein kleines bisschen besser geschossen, wäre Happy auf jeden Fall down gewesen. Viani muss es jetzt alleine versuchen. Und auch er nicht hundertprozentig drauf. Bei beiden Spielern wäre der Frag möglich gewesen und dann hätten sie die Überzahl gehabt. Und jetzt kauft Virtus Pro auch die Pause. Hoffentlich ist da nichts im Argen, was die Technik angeht. Also, Pause ist angesagt. Weiß auch nicht unbedingt mehr als ihr jetzt an dieser Stelle. Kann euch nur sagen, dass es jeden Moment weitergeht, also die Pause nur ungefähr eine Minute ist. So. Anpause. Und weiter geht's. Also ein bisschen Zeit ist natürlich noch für die Polen, dass sie sich hier auch dann einspielen, aber für die erste Map sollten sie jetzt dann doch bald anfangen, die eine oder andere Runde noch reinzuholen. Sonst könnte es ein bisschen schwer werden. Aber entweder sieht es nicht unbedingt so aus, als ob es so hapert hier vorne und hinten am Aiming. Kleiner Push darüber, Shoxy. Der versucht ja noch Richtung Main reinzugehen, einfach um ein bisschen auch noch was kaputt zu machen. Shoxy mit dem dritten, schön gemacht. Munition ist sogar noch da, jetzt ist ja alle, Pistole muss her. Traut sich nicht hinten rauszugehen, weil er vielleicht im Gefühl hat, dass jemand offensiv ist. Jetzt weiß er natürlich, dass hinten alles frei ist. Oh, Viali hat ihn trotzdem. 9:3, aber Shoxy hat natürlich da alles im Keim erstickt. So, nächste Waffenrunde steht an.
Smash mit dem First Strike. Snacks mit AWP, auch interessant zu sehen. Wer hat ihn gesehen? Und da auf diesen kleinen Spalt zu reagieren, das ist natürlich ganz schön schwierig. Molotov. Aber Snacks kann sich da scheinbar noch einen kleinen Ticken bewegen. Snacks mit dem Frag von oben mit der AWP. Hat einiges an AP auch verloren an den Molotov. Aber richtig weiter kommen sie damit nicht. Kyoshima jetzt auch schon offensiv, das ist wieder typisch. Wenn die Franzosen das Gefühl haben, dass sie dem Gegner so ein bisschen überlegen sind, dann werden sie auch auf Cash hier relativ offensiv spielen. Und das hat immer wieder auch funktioniert bei anderen Teams. Happy nochmal. 10:3. Bisher sieht es nicht so gut aus für Virtus Pro. Bisher muss man ganz klar sagen, die Franzosen stärker. Das ist auch interessant, sie haben den eigenen Molotov genutzt, um den Gegner ein bisschen zu verwirren, aber Neo hat trotzdem aufgepasst. Das ist auch persönlich, was ich finde, eine ziemlich coole Idee, da den Gegner etwas in die Irre zu führen. Wenn man den eigenen Molotov raufwirft und sein Mate da reinläuft, dann verliert er ungefähr 2 Damage pro Tick. Das ist alles halb so wild. Und unter Umständen rechnet der Gegner dann in dem Moment nicht damit, dass da schon jemand durchpusht, weil er den Molotov vielleicht auch als eigene Sicherheit sieht. Yes, Refrag kommt spät, 2 gegen 2 Situation, da kommt die AWP von Smith reingesteppt. 1 und 2, nur noch Neo vorhanden. Den ersten sollte er relativ sicher haben, hat direkt rübergezogen. Dann ein Lag im GoTV. Neo mit dem 1 und 2. Das sind diese kleinen Einzelleistungen, die offensichtlich das Ganze hier retten müssen. Aber davon haben wir nicht allzu viele gesehen. Und Envias spielt, wie gesagt, immer noch deutlich besser. Auch sie nicht ganz fehlerfrei, keine Frage. Aber bei Virtus Pro scheitert es einfach vorne und hinten so ein bisschen am Aiming. Es kann natürlich sein, dass sie auch dann ihr Trainingspensum und auch ihre Motivation so ein kleines bisschen sinken lassen. Pasha jetzt schön gemacht. Ein kleines bisschen sinken lassen nach dem Riesen-Event. Dass sie da vielleicht etwas weniger voll im Saft stehen, im Training sind. Hier wieder mit einem Fake-Step unterwegs. Versucht den Gegner ein bisschen in die Irre zu führen. Happy versucht sein Glück nochmal. Im Schachtgang steht Pasha. Und jetzt, der hat jetzt natürlich das große Problem, dass von zwei Seiten Gegner auf ihn zukommen. Pasha mit der AWP rübergezogen. Hat ihn angeschossen, so wie ich das gesehen. Hier ist nochmal rübergezogen. Happy down. 10:5 Halbzeitspielstand. Wie gesagt, deutliche erste Hälfte für Envias. Und ich würde stark davon ausgehen, wenn Virtus Pro sich jetzt nicht richtig in Fahrt schießt, dass die Franzosen hier gute Chancen haben, die erste Map zu gewinnen. Ein Hotel in der Schlossallee auf Virtus Pro. Schön. Das ist bisher mein Comment of the Day. Finde ich immer wieder schön, wenn Leute kreativ sind. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, andere Leute ein kleines bisschen aufzuziehen. So, Envias hat sich den Arsbull ausgesucht. Virtus Pro spielt das hier komplett auf Retake. Das wird interessant. Happy zielt ihn ja schon komplett ab. Kann Snacks eigentlich nicht mit rechnen. Sauber geschossen. Happy verschießt solche Dinger natürlich in der Regel nicht. Okay.
NBK zum nächsten. Danke für jeden Schuss, mehr oder weniger drauf. Neo und Pasha, sie versuchen es nochmal zu retake. Gabelstapler, der muss natürlich direkt fallen. Kirishima kann sich durchsetzen und damit sollte die Runde so gut wie weg sein. Nur noch Pasha am Leben, er versucht es mit dem Defuse. Aber so oder so hätte das niemals gereicht. 11 zu 5. Keine gute Ausgangssituation für das polnische Team. Biali. Die Scouts und Pasha hat nochmal zugeschlagen. Das ist gut gesessen. Dummerweise kam sie von seinem eigenen Mate. Und hätte ihn da fast auch dann den Frag gekostet. Neo zieht sich sicherlich gleich zurück und dann heißt es Waffsaven. Das nächste Runde P250. Ich weiß nicht, ob es sich so richtig lohnt, das Ding mitzunehmen. Deswegen verständlich, dass ihr hier versucht, auf den Frag zu gehen. Jeder würde lohnen, $300 mehr plus dem Gegner eine Waffe noch aus der Hand zu nehmen. Denn das kostet Geld. 12 zu 5. Also muss ganz klar sagen, hier bisher spielt MVS nicht so viel besser, als man es vielleicht kennt. Ich würde sogar behaupten, dass sie hier nicht unbedingt am Limit spielen. Lotus Pro ist einfach nicht gut drauf heute. Zumindest noch nicht. Vielleicht brauchen sie noch ein kleines bisschen, um sich einzuspielen. Flash, die hat richtig gesessen. Das sind drei Leute komplett blind. Aber MBK, ausgerechnet der eine, der was sieht. Er kann sich hier durchsetzen. Drei Frags, den vierten angeschossen. Alles richtig gemacht. Neo hat keine Chance, sich von der Seite zu decken. 13 zu 5. Und ja, jetzt kommt so ein bisschen auch die wichtige Waffenrunde. Wird es Pro wieder mit der Pause? Was ist da los? Wie gesagt, ich bekomme auch nicht mehr Infos als ihr an dieser Stelle. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten, wie lange das Ganze hier noch so weitergeht. Oder wann es eben weitergeht überhaupt. Können Sie mal kurz mit dem Scoreboard auseinandersetzen, vielleicht sehen wir was Auffälliges. Zum einen, dass Smith offensichtlich noch nicht so ganz den Drang verspürt hat, viel mitzuspielen. Ein, zwei Entry-Facts habe ich von ihm gesehen, die sich auch gelohnt haben. MBK macht ein starkes Spiel, gerade auch in den Ecos bzw. in den Forceplay-Runden hier. Sehr erfolgreich. Ansonsten alles relativ solide bei Virtus Pro. Eigentlich durch die Bank auch ein bisschen Probleme. Aber hier sehen wir auch den Grund für die Pause. Neo ist mit Hyping unterwegs. Gucken, was es da wieder gibt. Ich hoffe, es gibt keine dauerhaften Probleme. Today is Delay Day. Ja, ungefähr. Grüner Tee mit Vanille. Oh ja, mag ich sehr gerne.
So, Ping geht wieder runter. Also auch da, ich weiß, man geht immer direkt auch von DDoS aus oder ähnlichem, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es wirklich ein Angriff ist. Nicht jedes Internetproblem ist ein DDoS. Unterwegs Richtung Asport. MBK mal wieder. MBK zum zweiten. Der schießt heute richtig sauber. Das muss man ihm wirklich lassen. Habe ihn, glaube ich, überhaupt noch nie groß verschießen sehen. In dem ganzen Spiel. Okay. Das nehmen wir einfach mal so unkommentiert hin, was da gerade war. Also 14 zu 5. Zwei Runden bräuchte MW erst noch, um die erste Map hier dicht zu machen. Virtus Pro muss sich auf jeden Fall jetzt langsam fangen. Und sie haben das große Problem, dass sie jetzt hier nicht wirklich nachkaufen können. Also ist die Frage, entweder jetzt einmal sparen und dann versuchen, in die Overtime zu kommen. Oder eben jetzt gegenkaufen und hoffen, dass eine der nächsten Forceplay-Runden dazu führt. Und Virtus Pro ganz diszipliniert mit einer Eco unterwegs. Also, sie nehmen in Kauf, dass NVAS hier unter Umständen schon ihre 15 Drohne dicht macht. Hat hier gut aufgepasst, der Pascha dann nicht durchschleichen lassen. Und Neo laggt wiederum, wie sonst was. Oh je, oh je. Ich frage mich, wie sowas zustande kommt. Biali. Nur Test am Leben und ich denke, wir werden gleich die nächste Pause sehen. So, NVAS will ihre 16. Runde offensichtlich mit dem direkten Argo haben und es sieht gut aus. Sie sind zu zweit drauf. MBK mal wieder alles aufgeräumt. 4 gegen 2 Situationen, nur noch Snacks und Neo am Leben. Und damit hat sich die Sache erledigt. 16 zu 5. Die erste Map geht an die Jungs von NVAS. Starke Vorstellung natürlich von ihrer Stelle, gar keine Frage. Vor allem MBK vorneweg. Der hat immer wieder die Entry-Facts geholt. Aber Virtus Pro, wie gesagt, heute etwas underperforming.